Freundlich, zuverlässig, bequem, sicher und preisbewusst. Wir sind immer für Sie da. Übrigens, Minicab fahren können Sie auch bargeldlos. Unter dem Motto «The Last Round» ist die letzte Swiss Las Vegas Grand Final Challenge von diesem Jahr abgegangen. Paulo, das ist der Moment, um zurückzuschauen auf deine Karriere. Wie ist es überhaupt losgegangen? Das ist lange her, das ist 21 Jahre. Und wie gesagt, ich habe viele schöne Momente gehabt. Und wird kein Moment missen, ich werde alles so wieder so machen, wie ich bis jetzt gemacht habe. Und ja, ich freue mich, dass es zu einem erfolgreichen Abschluss gekommen ist. Und, ja. Aber wie muss man sich denn jetzt das vorstellen? Ist das so, wie man es erkennt aus dem Film? Geht man da mal nach Thailand, findet man einen Master und lässt sich dann wirklich auf Vordermann trimmen? Bei mir ist es so gesehen, mein Bruder hat gemerkt, ich bin ein bisschen zu aggressiv gewesen. Und ich habe viele Probleme in der Schule. Ich habe mich nicht konzentrieren. Und dann hat er mich an den Ohr genommen und hat mich ins Thai-Box-Training mitgenommen. Und das Training für mich, das ist, ich bin wie neu geboren, bin ausgeglichener geworden, ruhiger. Und ich habe mich auf etwas können fokussieren und durchziehen. Und ja, das ist meine Geschichte eigentlich. Also du hast enorm viel auch selber für dich gelernt. Was geht jetzt weiter in deinem Leben? Wirst du all das, was du mitgenommen hast, den Jungen weitervermitteln? Ich werde versuchen, bei mir in der Schule den Jungen, die Lust haben und den Weg gehen, zu vereinfachen und helfen auf ihrem Weg, wenn sie Champions werden. Paulo, jetzt etwas zum heutigen Abend. Wie war der Kampf für dich? Von außen hat es extrem brutal ausgesehen. Ja, brutal. Ich meine, das sind zwei Kämpfer, die sind voll vorbereitet. Die gehen in den Ring, die wissen, was ihnen erwartet. Jeder kämpft mit seiner besten Waffe. Ist klar, das ist Kampfsport, das ist nicht Ping-Pong oder Kegel. Und, ist klar, da fließt ab und zu Blut, aber wie gesagt, nach dem Kampf sieht man, respektiert sich gegenseitig. Und danach gehen wir was zusammen trinken und essen. Und das ist halt Sport. Ne? Das ist sehr schön. Man hat auch gesehen, am Schluss wirklich die ganze Ehre, die man sich hier antut. Wie war jetzt aber für dich der Moment, wo du denkst, jetzt drücke ich das letzte Mal ab? Hast du irgendwie Gedanken verschwendet während dem Kampf an das? Oder einfach nur noch das Ziel? Also, wenn man im Kampf drin ist und davon denkt, hat man schon verloren. Da muss man nur reagieren, sehen, was der Gegner macht. Und dann muss das automatisch kommen. Wegen dem trainieren wir auch 8 bis 10 Wochen voll durch. Und dann ist das Automatisierung drin. Da muss man gar nicht überlegen, das kommt von allein. Ein Wort zu deinem Gegner von heute? Er hat hart gekämpft, er ist aggressiv reingekommen, er wollte gewinnen. Hat mir einen schönen Feilschen verpasst. Im Endeffekt, aus der Spitze nichts gewesen. Hast du jetzt nicht das Gefühl, wenn du aufhörst, es wird dir fehlen? Das werden wir sehen. Also, wie gesagt, das ist 20 Jahre von meinem Leben. Es ist sicher nicht einfach, aber ich muss mir andere Ziele vornehmen und darauf aufschaffen. Und ja, ich glaube, im Gym, die Jungs erwarten mich und die freuen sich auch, dass ich dann mehr Zeit versehe. Du hast jetzt das Gym nochmal angesprochen. Wie schwierig ist es denn jetzt, wenn man nicht auf einen Kampf trainiert, dass man selber einfach weiterhin in Form bleibt? Ja, das werden wir mal schauen. Ich werde sicher ein paar Kilo hochgehen. Aber wie viel, das wird sich zeigen. Okay, Paulo, dann wünschen wir dir weiterhin auf deinem Weg alles Gute. Ich hoffe, du hast noch ganz viele Junge, die du auch bei dir im Gym begeistern kannst. Danke.